Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieser wohl eigentümlichsten Fernsehsendung der Welt. In den letzten Monaten wurde in der Zeitung viel über das Einkaufsverhalten der großen Konzerne gesprochen. Es wurden wieder wahnsinnig viele Verlage verkauft, unter der Hand und frei über den Ladentisch, sodass man, wenn man es zusammen mit den ganzen Schreckensnachrichten über E-Book und andere Kompliziertheiten, die unsere Branche erwartet, zusammennimmt, hatte man den Eindruck, dass irgendetwas in Bewegung geraten ist. Da wir uns ansonsten immer schön still verhalten, fiel es auf, dass wir auch etwas Neues gestartet haben, nämlich den Hansa Berlin Verlag. Es war schon immer unser Wunsch gewesen, in Berlin einen Verlag zu haben. Warum? Weil in Berlin eben durch die Zusammenführung der Universitäten, durch die Massierung der Botschaften mit ihren großen Kulturabteilungen, durch die American Academy in Berlin und andere Institutionen, die natürlich in einer Hauptstadt sich massieren, eine Situation entstanden ist, die eben sehr viele intellektuelle Schriftsteller nach Berlin holt. Anders als in anderen Städten, wo Schriftsteller wohnen und schreiben, ist an Berlin auffällig, dass eben viele magnetisch angezogen werden. Und als dann eine alte Bekannte von mir, Elisabeth Ruge, die bis letztes Jahr den Berlin Verlag geleitet hat, frei wurde, haben wir telefoniert und sind zu der Überzeugung gekommen, dass sie die geeignete wäre, eine kleine Dependance des Münchner Hansa Verlages in Berlin aufzumachen. Hansa Berlin soll also unter dem Dach von Hansa zweimal im Jahr so etwa 10 Bücher publizieren, die ganz im Sinne auch des Hansa Verlages ausgerichtet sein sollen. Es fängt an mit dem großen amerikanischen Prosaisten Richard Ford mit seinem neuen Roman Kanada, mit einem Buch des großartigen Soziologen Richard Sennett, mit einem wunderbaren Gedichtband von Jan Wagner, der sich gleich eine ganze Dichterfamilie erfunden hat mit eigenen Biografien, aber auch mit ganz neuen Autoren, die bislang noch gar nichts publiziert haben und die nun alle im September kommen. Und weil jeder Verlag eine Besonderheit braucht und auch der Hansa Berlin Verlag eine Besonderheit braucht, haben wir auch ein ganz schnelles Buch verlegt, nämlich die Erinnerungen ziemlich beste Freunde von Philippe Pozzo di Borgo. Viele von Ihnen werden diesen Film gesehen haben, der eine einfache Botschaft hat, die aber auf eine sehr sympathische, freche Weise überbringt, nämlich selbst in ziemlich aussichtslosen Situationen gibt es ein menschenwürdiges Dasein. Und dieses Buch eines erstaunlichen Schriftstellers, der vorher nicht geschrieben hat und wahrscheinlich auch nicht weiter schreiben wird, dessen Buch vor 10 Jahren in Frankreich erschienen ist und hier gar nicht bemerkt wurde, der nun aber durch den Film Ziemlich beste Freunde auf der ganzen Welt zu einem sensationell bekannten Menschen geworden ist. Dieses Buch ist jetzt erschienen und wird hoffentlich viele Leser finden. Der Hansa Verlag hatte früher immer behauptet, er würde sozusagen die intellektuelle Südschiene abbilden. Das heißt mit Tschollnai und Deutecke in Wien, mit Nagel und Kimche in Zürich und mit Hansa
in München. Und jetzt haben wir uns aber entschlossen, Berlin noch dazuzunehmen. Und ich hoffe, dass Sie diesen Büchern eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Wir waren ja alle in Leipzig auf der Buchmesse und haben entsetzlich viele Gespräche geführt über die Zunahme an E-Books, die komplizierte Lage, in die dadurch der deutsche Buchhandel kommt, überhaupt die Veränderungen, die in unserer Branche täglich deutlicher werden. Und unsere Medizin gegen diese doch in der Tendenz pessimistische Aussicht kann nur heißen, gute Literatur. Denn natürlich werden viele Bestseller gleich als E-Book heruntergeladen. Das gilt aber nur in ganz kleinem Maße für die gute Literatur. Deshalb hoffen wir, dass mit der Gründung des Hansa Berlin Verlages ein Gegengift gegen diese depressive Tendenz gefunden wurde und dass sie jedenfalls ab Herbst, ab September Grund genug haben, mit den Büchern des Hansa Berlin Verlages eine heitere Miene zu machen.